Also der Leon, der nimmt jetzt hier diesen Spiegel und der guckt bei seinem Partner genau nach. So, Herr Zahnarzt, Sie können jetzt anfangen. Bitte schön. Jawohl. Super machst du das, Leon. Das sieht sehr, sehr gut. Okay. Ja, der macht aber den Mund ganz besonders weit auf, der Jonas. Das ist ja fast ein Krokodil. Mein lieber Schnulli. Oh. Unsere Praxis betreut 4 Kindergärten hier in der näheren Umgebung. Die Kinder, die dann kommen, dürfen hier alle Geräte in die Hand nehmen und dürfen Zahnarzt und Patient spielen. Aber vorsichtig, ganz vorsichtig. Weil man darf da ja natürlich nicht so stochern. Genau, man muss ganz zart sein. Ganz vorsichtig. Es kostet viel Zeit und viel Energie, auch außerhalb der normalen Sprechstunden. Aber insofern zahlt es sich aus, weil wir dann in der Behandlung selbst im laufenden Praxisgeschehen es sehr viel einfacher haben, weil die Kinder sehr viel Scheu verlieren und schon mal wissen, wo sie hinkommen. Siehst du da was? Spucke! Jonas, du hast voll gespuckt! Okay. Also es ist grundsätzlich so, dass die Kinder gerade in der Gruppe eine gewisse Eigendynamik entwickeln und dabei mutiger werden, als sie unter Umständen sind, wenn sie alleine wären. Und das ermutigt letztendlich dann das eine oder andere Kind, Zahnarztbesuche etwas gelassener zu sehen. Und das erleichtert selbstverständlich die Kinderbehandlung, weil gerade Kinderbehandlung eine sehr komplexe und schwierige ist. Wer war denn der beste Zahnarzt neben dem Dr. Stefan heute? Hände hoch, wer der Beste war. Alle waren die besten Zahnarzt. Ah, ja, toll.